بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ich beginne mit dem Namen Allahs, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ich bitte ihn um Segen, subhanahu wa ta'ala, und um Vergebung unserer Sünden. Und bitten Allah, subhanahu wa ta'ala, dass er uns Ikhlas gibt und die Hasanat für diese Wohltat, in der wir uns jetzt gerade befinden, in die Waagschalen unserer guten Taten legt, auf dass wir sie am Tag der Auferstehung vorfinden. Allahumma amin. Meine lieben Geschwister, herzlich willkommen zu einem weiteren Unterricht über Adab. Und zwar geht es um das Benehmen des Schülers, des nach Wissen strebenden Schülers. Und wir haben beim letzten Mal das erste Kapitel abgeschlossen. Und wir widmen uns heute bi'idhnillahi azza wa jal und auch beim nächsten Mal dem zweiten Kapitel. Und im zweiten Kapitel, nachdem es im ersten Kapitel über das Benehmen in einem selbst ging, geht es nun um die Art des Lernens und Studierens. Wie gewohnt lese ich euch die Übersetzung in deutscher Sprache vor und kommentiere es hier und da. Möge Allah subhanahu wa ta'ala es leicht machen. Die Art des Lernens und Studierens. Wir sind beim 16. Punkt, also die Nummerierung ist durchgehend. Die Art des Lernens und seine Stufen. Der Autor sagte, rahimahullah ta'ala, wer die Grundlagen nicht beherrscht, wird das Ziel nicht erreichen. Das sind jetzt drei Sprüche, drei weise Aussagen. Die erste Aussage, wer die Grundlagen nicht beherrscht, wird das Ziel nicht erreichen. Und die zweite Aussage ist, wer das gesamte Wissen auf einmal erwerben will, dem entgeht alles. Und es heißt auch, eine Überflutung mit Wissen beeinträchtigt das Verständnis. Beginnen wir mit der ersten Aussage. Wer die Grundlagen nicht beherrscht, wird das Ziel nicht erreichen. Auf Arabisch sagt man zum Beispiel, man hurim al-usul, hurim al-wusul. Mit Grundlagen ist der arabische Begriff usul gemeint, das ist der Plural von asl. Und damit meint man die Grundlagen bzw. die Grundregeln. Man könnte auch sagen, in Anführungsstrichen, die Spielregeln. Hierbei geht es, liebe Geschwister, darum, dass wir in jeder Disziplin der Religion bestimmte Usul, bestimmte Grundlagen haben, sei es in der Aqida, sei es in Al-Fiqh oder auch in den Hadith-Wissenschaften, auch in der arabischen Sprache, gibt es grundlegende Elemente, die man wissen muss, ein Faden, der sich durch die gesamte Wissenschaft durchzieht, und es gibt sekundäre Angelegenheiten, deren Kenntnis natürlich dadurch unterscheidet man sich von jemandem, der sich nur oberflächlich auskennt in einem Thema und jemand, der sich in eine Sache hinein vertieft hat, ein Experte ist. Allerdings, das eine geht nicht ohne dem anderen. Es gibt bestimmte Grundlagen, die muss man kennen. Wenn man diese nicht kennt, dann wird man auch das Ziel, und zwar das Ziel ist was? Das Ziel ist es, ein Talib Ilm zu sein, nicht erreichen. Nehmen wir dazu ein einfaches Beispiel. Die Wissenschaft Al-Fiqh. Bei Al-Fiqh, was manchmal im Deutschen mit Rechtswissenschaft übersetzt wird, wie dem auch sei, da geht es ja, bei Al-Fiqh geht es ja um die Kenntnis, um die praktischen Handlungen der Religion und deren detaillierten Belege. Okay? Bei Al-Fiqh reden wir ja nicht darüber, was man zum Beispiel zu glauben hat und was man zu leugnen hat, sondern bei Al-Fiqh reden wir darüber, wie man betet, wie man fastet, wie man Hajj macht, wie man kauft und verkauft und so weiter. Das heißt, ich rede über praktische Elemente der Religion. Diese Wissenschaft, natürlich kannst du einfach lernen, so betet man, so fastet man, so spendet man, das ist Pflicht und das ist Halal und das ist Haram. Allerdings, wenn du nicht weißt, was dieser Wissenschaft zugrunde liegt, wirst du diese natürlich auch nicht verstehen. Du wirst dann zum Beispiel hören, der eine Gelehrte sagt
A, der nächste Gelehrte sagt seine Meinung B und der nächste Gelehrte sagt seine Meinung C und der vierte Gelehrte sagt seine Meinung D. Und da hast du vier verschiedene Meinungen und vier verschiedene Begründungen und du verlierst dich quasi im Wald von verschiedenen Aussagen von anerkannten Gelehrten und Imamen, rahimahumullah ta'ala. Wenn man allerdings weiß, was diesen Aussagen zugrunde liegt, welche erstens Beweise dieser Aussage zugrunde liegen, warum sagt der eine A, warum sagt der andere B und so weiter, und dann auch noch weiß, nicht nur den Beweis, sondern auch, wieso dieser Beweis überhaupt ein Beweis ist, das ist nochmal was ganz anderes. Denn wenn ich dich zum Beispiel fragen würde, was ist das Urteil über das Beten, ja, dann sagst du zu mir zum Beispiel, es ist Pflicht. Gut, dann wäre die nächste Stufe, würde ich dich fragen, warum ist es denn überhaupt Pflicht? Dann sagst du zu mir, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass der Islam auf Fünfen aufgebaut ist und dazu gehört das Gebet. Dann frage ich dich jetzt als dritte Stufe, warum ist dieser Hadith ein Beweis für das, was du überhaupt sagen möchtest? Denn nicht immer sind die Beweise glasklar. Wenn die Beweise alle glasklar wären, was würde dann noch einen Gelehrten unterscheiden von einem Nichtgelehrten? Wenn jede Angelegenheit in der Religion so glasklar ist wie La ilaha illallah, wofür braucht man dann seine Religion studieren? Wofür braucht man dann sich mit Werken herumwälzen? Wofür braucht man dann Doktorarbeiten in der Religion? Wofür macht man dann Professuren? Und so weiter und so fort. Das heißt, die Beweisführung an sich, die Frage nach dem, wieso ist ein Beweis überhaupt ein Beweis? Ja, diese Frage zu stellen, ist eine wichtige Angelegenheit in der Religion. Und wie man sieht, das Ganze ist also praktisch auf Grundlagen aufgebaut. Nehmen wir ein Beispiel aus unserer Religion. Der Prophet alaihissalatu wassalam ordnet zum Beispiel etwas Bestimmtes an. Was nehmen wir zum Beispiel? Wir nehmen meinetwegen er ordnete alaihissalatu wassalam das Gebet in der Nacht an. Er sagt das وَصَلُّوا بِالْلَيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ صَلُّوا بِالْلَيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. Betet in der Nacht, während die Menschen schlafen. Das ist eine Anordnung des Propheten, alaihissalatu wassalam. Jetzt könnte jemand sagen, eine Anordnung des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, ist normalerweise verpflichtend. Denn warum ordnet er es denn an? Der Imperativ fordert von dir die Umsetzung einer bestimmten Tat. Und die Frage ist jetzt, wenn jemand sagt, ja, das Gebet bei Nacht ist eine Pflicht, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, betet in der Nacht, während die Menschen schlafen. Und weil der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, weil Allah azza wa jal im Koran Karim gesagt hat, ja ayyuhal muzzammil, qum al-layla illa qalila, das o du Verhüllter, bete die gesamte Nacht bis auf einen Teil davon, oder die Hälfte oder ein bisschen weniger oder füge noch etwas hinzu. Das ist am Anfang Surat al-Muzzammil. Da könnte jemand jetzt sagen, deswegen ist das Gebet bei Nacht eine Pflicht. Das heißt, dass in diesem Fall sein Beweis ist korrekt. Denn es handelt sich um was? Um eine Ayah im Koran al-Karim. Und ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Deswegen seine Beweise sind korrekt. Nur was ist in diesem Fall wohl nicht korrekt? Seine Beweisführung. Ja, seine Beweisführung. Und deswegen sagt man, nicht jeder, der einen Beweis hat, hat auch Recht. Ja, weil die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, ihre Aussagen können sie immer begründen, logischerweise. Denn keiner wird über Allah subhanahu wa ta'ala sich trauen, wenn man Iman hat im Herzen über Allah azza wa jalla, zu reden, ohne das, was man sagt, rechtfertigen zu können. Nur die Frage ist, kann jeder, der seine Aussage rechtfertigt, liegt jeder, der seine Aussage rechtfertigt, im Recht? Oder kann es auch sein, dass man mal im Unrecht liegt? Ja. Deswegen, die Grundlagen zu beherrschen, ist fundamental. Denn Grundlagen, gerade im Fiqh, bedeutet zum Beispiel, zu wissen, wie ich mit einer Überlieferung überhaupt umgehe.
Ja? Wenn ich also weiß, hier gibt es einen Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Oder manche Leute sagen, hier ist eine Aussage über einen Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und diese Aussage sagt ganz klar, dass man, meinetwegen gibt es eine Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, über Anas ibn Malik radiallahu ta'ala an, dass er, wenn er verreisen wollte, schon noch während er in der Stadt war, beziehungsweise als er noch gar nicht verreist war, wirklich verreist war, dass er radiallahu anhu sein Fasten schon gebrochen hat. Okay? Und dann sagt jemand, dies ist ein ganz klarer Hadith, dass wenn man verreisen möchte, man sein Fasten schon brechen darf, noch bevor man die Stadt verlassen hat. Ja, er sagt, das ist ein ganz klarer Hadith. Wenn man den Hadith sieht, na'am, er ist ganz klar. Nur die Frage ist, stimmt die Beweisführung? Stimmt die Beweisführung? Dafür braucht man Grundlagen. Man muss erstmal wissen, ob der Hadith authentisch ist oder nicht. Wenn wir davon ausgehen, dass er authentisch ist, und da haben wir schon mal ein Problem, aber wenn wir davon ausgehen, dass er authentisch ist, dann ist die Frage, welche Beweiskraft hat er überhaupt? Wie gehe ich mit diesem Hadith um? Das ist keine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern das ist eine Aussage von Anas ibn Malik radiallahu ta'ala an. طيب, Anas ibn Malik, ist das ein Prophet? Er ist kein Prophet. طيب, aber kann ich davon ausgehen, dass Anas ibn Malik etwas macht, was mit der Sunna übereinstimmt? Oder könnte es auch sein, dass er etwas macht, wovon er denkt, dass es mit der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam übereinstimmt? طيب, und wenn Anas ibn Malik etwas macht und es dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zuschreibt, und wir etwas finden, was diesem widerspricht, was der Prophet selbst gemacht hat, wie gehe ich dann damit um? Und so weiter und so fort. Das heißt, ich brauche klare Regeln. Ich brauche klare Regeln. Wie gehe ich damit um, wenn ein Sahabi etwas gemacht hat? Wie gehe ich damit um, wenn er diese Sache dem Propheten zuschreibt? Wie gehe ich damit um, wenn er etwas dem Propheten zuschreibt, aber ein anderer Sahabi dem Propheten etwas anderes zuschreibt? Wie gehe ich damit um, wenn der Prophet a.s. etwas sagt und etwas anderes macht? Wie zum Beispiel, das klassische Beispiel, hat a.s. verboten, dass man im Stehen trinkt. Er hat es aber selbst gemacht. Ja, das ist die Frage, sage ich, ich ziehe seine Aussage vor oder ich ziehe seine Tat vor oder vereine ich diese beiden Überlieferungen miteinander? Das sind so viele Fragen, die man vorher dringend klären muss, damit, wenn der Fall eintritt, ich weiß, wie ich mit diesen Überlieferungen umzugehen habe. Für den Fiqh-Gelehrten zum Beispiel, der Fiqh-Gelehrte ist natürlich jetzt ein theoretisches Beispiel, wir gehen natürlich in der Praxis, muss das natürlich nicht unbedingt stimmen, aber der Fiqh-Gelehrte heißt deswegen Fiqh-Gelehrte, weil er eben im Fiqh gelehrt ist. Also dann stelle ich mir theoretisch vor, dass er in anderen Disziplinen, dass das nicht sein Fachbereich ist. Wie ich gesagt habe, in der Praxis, die großen Imam waren ja nicht nur in einer Disziplin gelehrt. Und es ist auch schwierig vorstellbar, dass jemand sich nur eine Sache auskennt und anderen Sachen überhaupt nicht. Wie dem auch sei, der Fiqh-Gelehrte, diese theoretische Person, wie geht sie damit um, wenn die Hadith-Gelehrten sagen, der Hadith so und so ist authentisch? Und wie geht sie damit um, wenn die Hadith-Gelehrten unterschiedlicher Ansicht sind? Die einen sagen, es ist authentisch, und die anderen sagen, der Hadith ist unauthentisch. Wie geht er damit um? Welche Ansicht bevorzugt er? Und warum bevorzugt er eine Ansicht der anderen? Oder wenn sie sich uneinig sind, hält er sich ganz zurück? Und so weiter und so fort. Also es gibt sehr, sehr viele, wie ich gesagt habe, Fragen, die als Grundlagen gelten, die erstmal geklärt werden müssen. Ja, wenn ein Hadith sich befindet bei Sahih al-Bukhari und der andere Hadith sich befindet in Sahih Muslim, welche Hadith ist authentischer, wenn es einmal zu einem Konflikt kommt? Nämlich die Ansicht der Gelehrten, die besagt, dass Sahih al-Bukhari authentisch ist und ziehe es vor. Oder nehme ich die Aussagen der Gelehrten, die sagen, Sahih Muslim ist authentischer, und nehme ich diese Aussage. Ja. Das muss ich alles vorher klären,
bevor ich, wie gesagt, in eine Situation komme, wofür ich diese Art der Beweisführung brauche. Kommt ein Tabi'i. Ein Tabi'i ist ja per Definition jemand, der einen der Sahaba radiallahu anhu mindestens oder mehrere getroffen hat. Aber er selbst hat den Propheten a.s.w., dieser Tabi'i, hat den Propheten a.s.w. niemals getroffen. Das heißt, er überliefert über jemanden, der direkt oder indirekt über den Propheten überliefert, sallallahu alaihi wasallam. Wie gehe ich damit um, wenn dieser Tabi'i, und das ist dieser berühmte Mursal-Hadith, ja, wenn er sagt, wenn der Tabi'i direkt sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das und das und das gesagt. Wie gehe ich damit um? Den Propheten hat er nie getroffen. Aber hat jemanden getroffen, der den Propheten getroffen hat, alaihi salatu wasallam. Kann ich davon ausgehen, dass das so auch überliefert worden ist, wie gerade angedeutet, oder eben nicht? Ja, oder muss ich unterscheiden und sagen, bei manchen der Tabi'in mache ich es so, dass ich es akzeptiere, und bei manchen anderen der Tabi'in gehe ich davon aus, dass dass es eine Unterbrechung gibt in der Überlieferungskette und so weiter und so fort. Ihr seht, diese Themen, die hören nicht auf. Es gibt darüber ganze Werke, die geschrieben worden sind. Und das ist die Fachdisziplin Usul al-Fiqh, Grundlagen des Fiqh, könnte man übersetzen. Und wer die Grundlagen nicht beherrscht, wird das Ziel nicht erreichen, weil wenn du die Grundlagen nicht kennst, dann wirst du auch nicht nachvollziehen können. Wieso sagt der Imam Abu Hanifa, rahimahullah, die Aussage so und so? Warum hat er gesagt, das und das ist haram, das und das ist halal, das und das ist wajib, das und das ist fard? Warum hat er das gesagt? Ich muss also verstehen, was er damit meint und wie er dazu gekommen ist. Und das ist eben, das gibt es übrigens in jeder einzelnen Rechtsschule, also Bücher, die sich über die Grundlagen des jeweiligen Madhab äußern und diese behandeln. Die zweite Aussage, er sagte, wer das gesamte Wissen auf einmal erwerben will, dem entgeht alles. Was hier mit ausgesagt werden soll, auch mit dem Satz danach, eine Überflutung mit Wissen beeinträchtigt das Verständnis, ist, dass der Mensch, die meisten Menschen von uns sind eben keine Genies, die sehr viele Informationen auf einmal und gleichzeitig aufnehmen und verarbeiten können und mit dem Wissen jonglieren. Sondern die meisten von uns sind Leute, die sich bemühen müssen, um an Wissen zu gelangen. Und viele von uns, vielleicht auch wiederum die meisten von uns, sind Menschen, die das Streben nach religiösem Wissen nicht zur Hauptaufgabe gemacht haben. Sondern deine Hauptaufgabe ist es eben, Schüler zu sein oder es ist Student zu sein in einer weltlichen Universität, keiner theologischen und so weiter und so fort. Das heißt, die meisten von uns machen Religion nebenbei. Sie lernen ihre Religion nebenbei. Und deswegen macht es sicherlich keinen Sinn, dass man versucht, auf vielen Wissenschaften gleichzeitig sich zu informieren und sich gleichzeitig dort fortzubilden. Die Sache natürlich hängt ab vom Menschen selbst. Aber meistens ist es so, dass wenn man gleichzeitig versucht, viele Sachen zu machen, dass man nicht wirklich eine Sache wirklich kann. Und deswegen auch in weltlichen Studiengängen, man lernt erstmal verschiedene Disziplinen, um ein allgemeines Wissen zu erhalten. Und danach spezialisiert man sich in einem bestimmten Bereich während des Studiums noch oder auch danach durch ein Praktikum oder danach durch die Doktorarbeit oder durch die praktische Arbeit hinterher. Und der Religion ist es genauso. Der Religion ist genauso, auch wenn wir in die Vergangenheit schauen, gibt es Leute, die für ihre Wissenschaften berühmt geworden sind und auch wirklich etwas geleistet haben auf diesem Gebiet, auf das sie stolz sein können. Wir werden gleich ein paar Sachen, inshallah, ein paar Werke kennenlernen. Inshallah, wenn wir die Zeit dazu kommen, wenn nicht, dann beim nächsten Mal. Manchmal, wenn wir in der islamischen Geschichte einen Namen hören, dann verbinden wir damit ein ganz bestimmtes Werk oder eine ganz bestimmte Leistung. Ja. Denkt vielleicht an die Imame des Fiqh in der Religion, die Imame der verschiedenen Rechtsschulen. Dann haben sie uns
Erbe an Wissen hinterlassen, das man nicht einfach übergehen kann, wenn man in dieser Wissenschaft gelehrt sein möchte. Das geht nicht. Du musst dich durcharbeiten durch bestimmte Bücher, durch sogenannte Standardwerke, um zu dem gelangen, zu dem du gelangen möchtest. Warum? Weil die Gelehrten, rahimahullah ta'ala, riesige Vorarbeit geleistet haben und in diesen Gebieten eben besonders spezialisiert gewesen sind. Und das Gleiche gilt in noch viel kleinerem Maße, weil wir das ja, wie gesagt, nebenbei machen. Wir machen das ja als Nebenjob, kann man quasi sagen. Ja. Wenn du jetzt anfängst zu sagen, ich möchte ein Spezialist werden in der arabischen Sprache und ein Spezialist werden in Usul al-Fiqh und ein Spezialist werden im Fiqh selbst und so weiter und so fort, dann ist das natürlich äußerst unrealistisch. Erst recht, wenn dir die sprachlichen Kenntnisse dafür fehlen. Richtig? Dann ist es eben die Frage, deswegen sage ich immer, was möchtest du denn in 10 Jahren erreicht haben? Du darfst planen, als würdest du noch in 10 Jahren leben. Also beim Streben nach Wissen darfst du das. Du sollst nicht planen, dass du morgen verstirbst. Dann würde ich dir sagen, bete. Das Beste, was du machen kannst. Okay? Aber wenn du davon ausgehst, dass du inshallah ta'ala in 10 Jahren immer noch leben wirst, dann stell dir mal vor, du würdest sagen, die nächsten 2 Jahre, ich meine, manche Sahaba haben innerhalb von 2 Wochen Al-Syrisch gelernt, ja. Aber stell dir mal vor, du nimmst dir 2 Jahre lang Zeit, die arabische Sprache intensiv zu lernen. Die nächsten 8 Jahre davon kannst du sie benutzen. Richtig? Die nächsten 8 Jahre von diesen 10 kannst du sie benutzen als Mittel zum Zweck, als Werkzeug, um dich zu vertiefen in dieser Wissenschaft. Und manche Disziplinen, da reicht 1 Jahr und noch weniger als 1 Jahr, um dich darin auszukennen, ja, wenn du dich damit ordentlich beschäftigst. Deswegen planst du, inshallah ta'ala, auf Langzeitsicht. Auf Langzeitsicht. Und was man beobachtet unter manchen Geschwistern, ist, dass sie, liebe Geschwister, auf Deutsch würde man sagen, versuchen auf verschiedenen Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Ja? Das heißt, sie versuchen, ich meine, es geht jetzt nicht darum, dass man einen Vortrag hört, da und da und da, das ist nicht das Problem. Und die wenigsten sind auch wirklich angesprochen von dem, was ich sage. Ich habe ja gesagt, die meisten sind ja Hobbystudenten. Hobbystudenten heißt, er lernt mal, wenn er die Möglichkeit dazu hat, wenn er Zeit hat, wenn er die Uni es zulässt, wenn die Arbeit es zulässt am Wochenende und so weiter und so fort. Aber dann erst recht ist ja die Frage, was möchtest du in dieser wenigen Zeit erreichen? Möchtest du einfach nur Vorträge hören, wodurch du deinen Iman stärkst? Ja? Und da kannst du dir natürlich auch Fachunterrichte anhören, das ist gar kein Problem. Aber möchtest du und hast du vor, ein bisschen mehr zu erreichen, dann solltest du inshallah ta'ala, wie gesagt, ich komme noch darauf, inshallah ta'ala, wir über die einzelnen Bücher sprechen, zu reden. Was wir aber beobachten, darauf wollte ich hinaus, ist, dass manche Leute sagen, nachdem zum Beispiel wochenlang ein Unterricht gehalten worden ist über Tafsir, dann sagen sie jetzt, ich möchte gerne mal Arabisch lernen. Und dann macht man ein paar Wochen, ein paar Monate lernt man Arabisch, bis dann die Lust vorbei ist. Und dann sagt man, ich würde gerne mal etwas hören über Aqida. Und dann nimmt man mal einen Text über Aqida durch. Und wenn dann fertig ist, ja, ich würde gerne mal was hören über Hadith-Wissenschaft. Und dann lernt man ein bisschen was über Hadith-Wissenschaft. Und dann sagt man, ich würde auch gerne mal was hören über unseren Propheten, sallallahu alaihi wasallam, über seine Biografie. Dann hat man ein paar Unterrichte über die islamische Prophetenbiografie. Und dann, ja, es wäre nicht schlecht, wenn wir auch mal was über die Kalifen hören, die rechtgeleiteten Khulafa, radiallahu anhum. Und dann hätte man ein paar Vorträge über die Kalifen. Und dann, ich hätte gerne auch mal andere Sahaba-Geschichten, Sahaba, die wir noch gar nicht so beim Namen so richtig kennen. Wenn sie auch mal kennenlernen, wie sie gelebt haben, welche Hosen sie getragen haben und so weiter. Und wenn das vorbei ist, dann, ja, ich würde gerne mal was erfahren über die Ayat im Koran. Wann sind sie herabgesandt worden und in welchen Umständen sind sie herabgesandt worden, die sogenannten Asbab al-Nuzul. Dann hört man sich 2, 3 Sachen an, dann merkt man das auch nicht so, das ist, was man eigentlich wirklich braucht und wirklich einen interessiert und so weiter. Dieses nennt man Ilm Shahwa. Ilm Shahwa bedeutet, man lernt immer gerade das, worauf man Bock hat. Richtig? Man würde auch sagen, Lust hat. Und wenn die Lust vorbei ist, dann hört man damit auf. Aber was hat man dann letztendlich davon? Leider nicht viel.
Leider nicht. Man hat mal hier reingeschnuppert, da reingeschnuppert, aber du hast nichts, was du in deinem Herzen verankert hast, sich festgesetzt hat, was du auch jetzt benutzen kannst und womit du anderen Leuten nützlich sein kannst. Und du kannst es den Leuten auch gar nicht weitergeben. Du hast was gehört hier und da, du hast die Sahaba-Geschichten gehört, du hast die Prophetenbiografie gehört, aber jetzt setz dich mal hin und erzähl mal den Leuten was, geschweige dessen, dass man danach handelt. Das heißt also, was wir wollen ist, dass jemand, wenn wir reden über das Benehmen eines Talib Ilm, dann reden wir natürlich von jemandem, liebe Geschwister, der vorhat, was Richtiges zu lernen. Ansonsten, wenn jemand einfach nur zuhört und sagt, ich begnüge mich damit, dass ich in einer Sitzung bin, in der die Engel Allah subhanahu wa ta'ala inshallah anwesend sind und in einer Sitzung, in der mir meine Sünden inshallah vergeben werden, das ist gut. Aber wir sehen, es gibt dieses Ziel, es gibt noch mehr als dieses Ziel. Der Autor sagt, rahimahullah, dementsprechend ist es wichtig, jede Disziplin, die du erlernst, auf ein festes Fundament zu gründen, indem du ihre Grundlagen und Zusammenfassungen bei einem kompetenten Sheikh lernst, nicht nur durch Selbststudium, und man sollte eins nach dem anderen lernen. Selbststudium würde bedeuten, dass man ein Buch kauft und es liest. Zusammenfassungen, es gibt für viele Werke, gerade im Fiqh, also gibt es ja Wälzer, mehrere bändige Werke, und jemand sagt, das ist mir zu viel, ich möchte die Zusammenfassung von diesem Ganzen lernen, und da findet er mehrere Bände zusammengefasst in einem Band. Ja? Wie bei einer Inhaltsangabe, wo man vielleicht 20, 30 Seiten auf eine DIN A4 Seite zusammenfasst. Und das war's. Natürlich, jemand, der das Ganze gelernt hat, weiß mehr als nur jemand, der die Zusammenfassung gelernt hat. Aber die Menschen sind unterschiedlich. Der eine sagt, ich habe keine Zeit. Der nächste sagt, ich begnüge mich, möchte gar nicht viel mehr wissen als das. Und dann lese ich eben nur die Inhaltsangabe. Nur, das macht natürlich aus dir keinen Menschen, der andere Menschen dann unterrichten kann. Und der ein Hintergrundwissen hat, über, denn du musst ja immer mehr wissen, als du den Leuten vermittelst, ja? Weil die Leute haben ja auch Fragen und die wollen, es gibt ja Menschen, die fragen, oder es gibt ja Schüler, die Fragen stellen über das Thema hinaus, und das sind ja diejenigen, die inshallah ta'ala, von denen man erwartet, dass sie mehr lernen als der Durchschnittsstudent, sage ich mal. Das ist natürlich bei einem Lehrer sein muss, weil aus der Erfahrung. Die Erfahrung lehrt, dass aus Büchern profitiert man selbstständig am Anfang sehr wenig, weil man überliest viel, man versteht viele Andeutungen und, wenn ich so sagen darf, symbolische Sprache nicht, und man weiß nicht, was ist jetzt davon wichtig, was ist davon nicht wichtig. Und ganz vor allem und vor allen Dingen, man denkt manchmal, man hat etwas verstanden, aber man hat es gar nicht verstanden. Und der Lehrer fragt dich dann vielleicht, erklär mir mal, was du jetzt verstanden hast unter diesem Kapitel. Dann lernst du auch zu reden, du lernst dich zu artikulieren, du lernst deine Worte zu ordnen, deine Gedanken aneinander zu reihen und so weiter und so fort. Das heißt also, die Notwendigkeit eines Scheich, eines Lehrers in der Religion ist unumstritten. Zumal der Lehrer etwas machen kann, was Bücher nicht tun können. Der Lehrer zum Beispiel kann im Schüler erkennen, wie fit er ist in seinem Bereich. Denn das kann der Schüler ja schlecht über sich selbst aussagen. Der Lehrer kann, wenn er kompetent ist, und das hat er ja hier auch gesagt, der Autor, rahimahullah, wenn der Lehrer kompetent ist, dann kann er erkennen, in welchem Fach und in welchem Gebiet der Schüler am bewandertsten ist, in welchem Gebiet der Schüler sich am besten auskennt und wo bei ihm Potenzial steckt, wo man ihn fördern kann. Wenn man merkt, dieser Schüler, wallahi, mashallah, ich gebe ihm eine Hausaufgabe auf, zwei Zeilen, drei Zeilen, vier Zeilen, der hat die im nächsten Unterricht in- und auswendig gelernt. Ich sage ihm, lernt bis nächste Woche Surat so und so auswendig. Der kommt und sagt, ich möchte sie vortragen, und er hat sie 1:1 auswendig gelernt. Der nächste Schüler tut es schwer. Nächste Woche kommt er, wallahi, ich habe es versucht, aber es hat nicht geklappt.
oder ich habe leider nur die Hälfte geschafft, oder er schafft es, aber er ist da nicht regelmäßig dabei und so weiter und so fort. Es gibt ja verschiedene Gründe oder verschiedene Stufen. Und dann weiß man, okay, bei ihm das Auswendiglernen, das ist nicht so seine Stärke. Das ist nicht nur seine Stärke. Vielleicht ist seine Stärke eher im Lesen, im Allgemeinwissen, im Lösen von theoretischen Gedankengängen, wie bei Usul al-Fiqh. Da geht es ja viel um theoretische Gedankengänge und vielleicht weniger darum, auswendig zu sein, im Gegensatz zu meinetwegen Al-Quran al-Karim. Ja, also, weil es ja da nicht nur ums Lesen geht, sondern auch ums Auswendiglernen geht. Wie dem auch sei, ich denke, dieser Punkt ist klar. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا. Einen Koran haben wir offenbart, den wir in Abschnitte unterteilt haben, damit du ihn den Menschen in Abständen vorträgst. Und wir haben ihn wahrlich nach und nach offenbart. Also hat auch unser Prophet, alayhi salatu wasalam, diese 6200 Ayat nicht auf einmal bekommen, sondern nach und nach. Und eine der Weisheiten war, damit der Prophet alayhi salatu wasalam in den verschiedenen Situationen gefestigt wird. لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. Damit wir dein Herz dadurch festigen. Und denn wir wissen, die richtige Ayah im richtigen Moment ist viel wirksamer, als wenn wir dir den gesamten Koran geben und du jetzt zu der bestimmten Situation eine Ayah heraussuchen, kramen sollst, die zu deinem Fall passt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt ebenfalls, aber gemeint ist hier letztendlich, dass man eben, wie der Gelehrte sagte, rahimahullah, man sollte eins nach dem anderen lernen. Und der Erhabene sagte, sinngemäß, und denen, die ungläubig sind, sagen, oh, würde ihm doch der Koran als Ganzes offenbart. So geschieht es aber, damit wir dein Herz mit ihm festigen. Wie ich gerade eben gesagt habe. لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. Und ebenso sagt Allah subhanahu wa ta'ala, diejenigen, denen wir die Schrift gegeben haben, lesen sie, wie es ihr zusteht. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ. Und die Schrift zu lesen, so wie es ihr zusteht, darüber kann man sehr viel sagen. Aber sicherlich gehört dazu, dass man, wenn man den Koran Karim liest, ihn so liest, dass man ihn versteht. Dass man ihn liest, indem man versucht, ihn zu verinnerlichen. Indem man ihn liest und ihn auswendig lernt. Indem man ihn liest und geordnet liest. Erst das eine liest und dann versteht. Dann die nächste Ayah auswendig lernt und versteht. Die nächste Ayah auswendig lernt und versteht. Und so weiter und so fort. Also die Anrechte der Ayat des Koran Karim sind natürlich gewaltig. Der Autor sagte, rahimahullah, es gibt einige Dinge, die du bei allen Fächern, die du studierst, berücksichtigen musst. Erstens, das Auswendiglernen einer Zusammenfassung des Faches. Also ums Auswendiglernen herum kommt man nicht. Denn Wissen ist letztendlich das, was du im Kopf hast. Auf Arabisch sagt man das, was du in der Brust hast. Darüber wollen wir uns nicht lange streiten. Aber letztendlich Wissen ist letztendlich das, was du abrufbereit hast. Das heißt, du kannst das Wissen nutzen, aufrufen, verwenden in der Situation, in der du es brauchst. Ich brauche nicht jemanden, der Sahih al-Bukhari auswendig kann, aber nicht versteht, was er gelernt hat. Das bringt mir nichts. Und wenn er versteht, was er gelernt hat, aber in dem Moment, wo er einen bestimmten Hadith braucht, fällt er ihm nicht ein. Das bringt mir auch nichts. Er kann auch Sahih al-Bukhari als Buch rumtragen. Das ist viel einfacher. Ja. Insofern, ums Auswendiglernen herum kommt man nicht. Wenn man etwas, wenn man gelehrt sein möchte in einer Disziplin. Zweitens, bei einem kompetenten Sheikh studieren, das haben wir gesagt. Wie heißt es? Da nimmt man eben das Beste, was man bekommt. Da nimmt man das Beste, was man bekommt. Wenn der eine sagt, ja, ich kann nicht nach Mekka gehen, nach Medina gehen, um meine Religion dort zu lernen, dann, alhamdulillah, gerade in der heutigen Zeit gibt es Aufzeichnungen, es gibt, die Bücher werden vervielfältigt. Also man nimmt das, was man machen kann. Ja, wenn man den Sheikh natürlich persönlich kennen kann, ist es ideal. Aber wie soll denn das in der Praxis funktionieren, wenn jeder Sheikh
sich um jeden seinen einzelnen Schüler kümmern soll und ihn praktisch und persönlich kennen soll. Das funktioniert ja gar nicht in der Praxis. Und deswegen macht man das, was man machen kann. Drittens, sich nicht mit ausführlichen und verschiedenen Werken beschäftigen, bevor die Grundlagen erlernt wurden. Also es gibt gerade zum Beispiel, wenn wir uns mit der Al-Fiqh beschäftigen, wie gesagt, riesige Bücher oder mehrbändige Bücher, und dass jemand sich verliert und verzettelt in Einzelheiten, in kleinen Details, aber den Überblick im Fiqh noch gar nicht gewonnen hat. Er weiß gar nicht, worum es wirklich im Fiqh geht. Er vertieft sich in die kleinsten Masail, in die kleinsten Angelegenheiten und weiß, wer und lernt, wer was wie gesagt hat und welche Ansichten wer vertreten hat. Aber wenn du ihn fragst, worauf ist eigentlich die Ibadah so und so grundsätzlich aufgebaut, könnte er die Frage gar nicht beantworten. Viertens, wechsle nicht ohne Not von einer Zusammenfassung zur anderen, denn dies zeugt von Ungeduld. Also hier ist gemeint, dass man springt von einem Buch zu einem nächsten oder von einem Lehrer zu einem anderen Lehrer oder auch dann von einer Wissenschaft zu einer anderen Wissenschaft. Einmal dies, einmal das. Je nachdem, in welche Richtung der Wind weht. Fünftens, auf nützliche Ideen und Wissensregeln achten. Das profitiert man am meisten natürlich von den Leuten, die es schon durchgemacht haben. Jemand, der sich zum Beispiel beschäftigen möchte mit Fiqh al-Tahara, der sollte diejenigen fragen, die das schon durchgemacht haben. Welches Buch empfiehlst du? Was soll ich als erstes lesen? Und so weiter und so fort. Sechstens, Konzentration aufs Lernen und der Fortschritt darin. Interesse und Begierde noch mehr zu erreichen, bis du so weit kommst, dass du dich mit ausführlicheren Werken beschäftigen kannst. Natürlich müssen wir immer dazu sagen, dass der Autor auf Arabisch geschrieben hat und von arabischen Werken ausgeht. Wir müssen das ja noch irgendwie auch ein bisschen transformieren in die deutsche Sprache. Das wird ja unsere Aufgabe auch sein in diesem Kapitel. Aber nichtsdestotrotz, auch in der deutschen Sprache, Alhamdulillah, tut sich etwas. Wenn wir 10 Jahre zurückblicken, gab es viel weniger Bücher, als es heute in der deutschen Sprache gibt. Und inshallah ta'ala wird es auch so weitergehen. Aber gemeint ist hier der Fortschritt. Also wir wollen voranschreiten. Also es kann ja nicht sein, dass jemand religiös wird und oder den Islam annimmt und sich 5 Jahre lang nur mit dem Gebet beschäftigt. Die Sache geht weiter. Die Religion besteht nicht nur aus dem Salah, auch wenn es die edelste Tat ist, aber es gibt noch andere Taten der Religion, die eine Rolle spielen. Und dass man eben sich Ziele setzt, das ist eine der wichtigsten Sachen überhaupt, dass man sagt, dieses Jahr, diesen Monat, diese Woche, heute habe ich vor, dieses Ziel zu erreichen. Und dafür arbeite ich und dafür investiere ich jetzt jede freie Minute, die ich habe. Ob es im Zug ist oder im Auto ist oder in der Pause ist zwischen den Unterrichten in der Universität. Dieses Ziel möchte ich jetzt erreichen. Wenn ich das Ziel erreicht habe, dann gehe ich zum nächsten Ziel über. Lass die Sache nicht einfach hängen, sodass ich in 10 Jahren noch sage, ich bin immer noch im Buch so und so. Ibn al-Arabi von der malikitischen Rechtsschule war der Meinung, dass ein Schüler nicht zwei verschiedene Fächer gleichzeitig lernen sollte, dass man als erstes Arabisch, Poesie und Mathematik lernen sollte und dann mit dem Koran weitermachen soll. Arabisch, Poesie und Mathematik. Und danach den Koran Karim praktisch auswendig lernen und sich damit beschäftigen. Dagegen ist Ibn Khaldun rahimahullah der Meinung, dass die Erfahrungen dies nicht begünstigen, und dass zuerst der edle Koran studiert und auswendig gelernt werden sollte, da Kinder, solange sie noch jung sind, sich Anweisungen eher fügten, wenn sie jedoch älter werden, seien sie schwerer zu führen. Also, was hier damit gesagt werden soll, hier sehen wir die Lehrer, rahimahumullah, sind unterschiedlicher Ansicht manchmal, womit man anfängt. Aber das hängt ja auch nicht zuletzt mit ihrer eigenen Erfahrung zusammen, die sie gemacht haben. Und deswegen wichtig ist hier, dass man einen Lehrer hat, der einem sagt, womit man beginnen soll. Und dann hält man sich auch daran, weil das ist das Ideale. Weil dein Lehrer, der kennt dich am besten
und weißt ja, was du inshallah erreichen möchtest. Dann sagt er dir, du beginnst mit diesem Fach und nicht mit diesem Fach und du beginnst mit dieser Disziplin und nicht mit jener Disziplin. Was natürlich für die Ansicht von Ibn Khaldun spricht, ist, dass das Auswendiglernen in jungen Jahren viel einfacher ist als in späteren Jahren. Und der Ältere, der kann sich mit logischen Gedankengängen auseinandersetzen, besser als der Jüngere. Ja. Wobei, wie gesagt, das eine ist, also beide müssen sich mit dem Auswendiglernen beschäftigen, aber logische Gedankengänge sind sicherlich für Ältere geeigneter. Was das Vereinen von zwei Disziplinen oder mehr beim Lernen angeht, so hängt das von den individuellen Unterschieden hinsichtlich des Verständnisses und der Energie der einzelnen Lernenden ab. Du wirst ja nicht jemanden als Lehrer bremsen, wenn du siehst, dass er unterfordert ist. Und dann gibt es ihm natürlich mehr, aber das ist ja sicherlich nicht die Norm. Unter den Gelehrten gab es einige, die den hanbalitischen Fiqh lehrten, und zwar mit Hilfe des Buches Zad al-Mustaqni' für die Anfänger, al-Muqni' für die Fortgeschrittenen und al-Mughni für die weit Fortgeschrittenen. Er erlaubte der ersten Klasse nicht am Unterricht der zweiten Klasse teilzunehmen und so weiter, um Verwirrungen entgegenzuwirken. Das sind, was er erwähnt hat hier, Zad al-Mustaqni' und al-Mughni, al-Muqni' und al-Mughni, das sind drei Werke über al-Fiqh, aber der Reihenfolge nach. Also Zad al-Mustaqni' ist praktisch das kürzeste davon, ein sogenannter Metten. Dann al-Muqni' ist etwas ausgeweitet und al-Mughni beschäftigt sich dann nicht nur mit der Hanbalischen Rechtschule, sondern auch mit anderen und ihren Beweisführungen. Und das ist natürlich eine sehr schöne Vorgehensweise, wie man geordnet folgt. Und das gibt es in jeder Rechtsschule. In jeder Rechtsschule gibt es dann Empfehlungen, womit man beginnt und womit man dann endet oder weitermacht. Ja. Wisse, dass die Erwähnung von Resümees und ausführlichen Erläuterungen, auf die sich das Lernen und das Studium bei Sheikhs stützt, sich im Allgemeinen von Region zu Region unterscheidet. Diese Unterschiede sind zunächst auf die unterschiedlichen Rechtsschulen zurückzuführen. Zugleich hängen sie auch davon ab, was die Gelehrten jener Region an Resümees über die Jahre beherrscht und praktiziert haben. Mit Resümees sind hier zusammenfassende Texte gemeint. Wie ich gesagt habe, zum Beispiel Zad al-Mustaqni' ist eine Zusammenfassung des hanbalitischen Madhabs in Anführungsstrichen wenigen Zeilen oder Seiten. Und in anderen Ländern haben sich andere Rechtsschulen verbreitet, dann wird man dementsprechend sich an was anderes orientieren. Und das ist alles, spielt keine große Rolle. Letztendlich, du gehst ja zu dem Lehrer deines Vertrauens und er wird dir empfehlen, lies in dieser Rechtsschule oder lies in diesem Buch und so weiter und so fort. Und hier unterscheidet sich der Zustand der Schüler hinsichtlich des Verständnisses und der Begabungen, der Stärke bzw. Schwäche ihrer Lernbereitschaft sowie der Torheit bzw. Verstandesschärfe. Das Lernen in unserer Region ging nach dem Stadium der Koranschule und das Auswendiglernen des Edlen Korans zu drei Stadien des Unterrichtes bei den Scheichs in den Moscheen über, nämlich für die Anfänger, für Fortgeschrittene und für Kompetente. Also der Gelehrte, rahimahullah ta'ala, und an der Stelle machen wir dann, wo es spannend wird, Stopp. Er wird uns jetzt, inshallah ta'ala, beim nächsten Mal berichten über die Stadien, die er selbst durchgemacht hat. Er hat ganz klar begonnen mit dem Auswendiglernen des Edlen Koran Karim, denn das ist Voraussetzung für einen Talib Ilm. Also jemand, der irgendwas erreichen möchte, sollte nicht nur Koran auswendig kennen, aber das ist die Grundvoraussetzung für alles, denn alle Disziplinen nachher, die Sprache, der Fiqh, die Religion, die Aqida, alles nimmst du letztendlich aus dem Koran Karim, diese göttliche Quelle. Und der Gelehrte berichtet uns, inshallah ta'ala, welche Stadien er durchgemacht hat. Und warum lassen wir das für das nächste Mal? Weil es gibt manche Werke davon in der deutschen Sprache und es gibt andere Werke davon nicht in der deutschen Sprache. Und da möchte ich gerne auch darauf hinweisen. Und die Zeit haben wir jetzt mittlerweile überschritten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen für eure Aufmerksamkeit und euch belohnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.